Hallo und herzliches Willkommen, das ist Lukas Max. Heute ein neues Video auf meinem Kanal. Heute erzähle ich mal, warum ich GTA 4 so sehr liebe. Ich würde sagen, wenn ihr nicht so um das komplette GTA-Universum verpassen wollt, abonniert gern diesen Kanal, aktiviert die Glocke und ich würde sagen, here we go mit dem Video. So, und zwar wie schon gesagt, geht es heute mal wieder um GTA 4, denn ich finde, GTA 4 ist ein sehr, sehr besonderes Spiel, was allerdings nicht alle so ansehen würden. Aber ich möchte euch jetzt erzählen, warum ich das so empfinde. Erstmal natürlich, die GTA 4 Map ist etwas sehr, sehr Besonderes, denn es ist einfach Liberty City. In Real Life ist die Stadt New York und ich muss einfach sagen, Liberty City ist, glaube ich, echt die schönste Stadt in GTA, die es jemals existiert hat. Sie ist einfach so besonders, was soll ich euch sagen? Die Umgebungen, die Straßen, die Gebäude, einfach das ganze Feeling, man muss das so sagen, GTA 4 hatte ein sehr, sehr besonderes Feeling. Es war düster, es war eklig, es war dunkel, es war einfach besonders, was soll ich euch sagen. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt erstmal zu den Details, die, wie ich finde, GTA 4 zu etwas sehr, sehr Besonderem machen. Angefangen mit den Medics in GTA 4, denn nicht so wie in GTA 5 helfen die Medics nämlich wirklich in GTA 4, wie man gerade im Hintergrund sehen kann. Sie helfen den Personen, sodass sie noch gerade so in den Krankenwagen wieder einsteigen können und dann begeben sie sich ins Krankenhaus. Die Warnkegel in GTA 4 haben einen sehr, sehr besonderen Sound, wie ich finde. Jetzt könnte man auf jeden Fall Nico Bellics Atem im Hintergrund sehen. Wenn es halt kalt und so ist, dann sieht man Nico Bellics Atem. Da kann man sehen, wenn man einen Reifen in GTA 4 abschießt, kommt ganz langsam die Luft aus dem Reifen. Ein sehr, sehr geiles Feature. Und die GTA 4 Charaktere lassen sich nicht direkt umfahren von einem Auto, sondern versuchen sich noch gegenzuhalten. Finde ich auch persönlich ein sehr, sehr geiles Detail. Objekte kann man in GTA 4 ebenfalls sehr, sehr geil abschießen, wie man gerade im Hintergrund sehen kann. Diese Bank, jetzt diese Palette und sogar, wie man jetzt sehen kann, Mülleimer, die dann richtig krass eine Beule bekommen. Finde ich persönlich auch sehr, sehr geil. Sowas macht im Spiel einfach so einen perfekten Spiel. Und auch, dass Zäune einfach kaputt sind, dass sie so Löcher haben, dass sie eingebeult sind, finde ich auch so geil. Und ein sehr, sehr krasses Feature, was, glaube ich, kaum jemand kennt, ist, dass man in GTA 4 einfach Bricks, aka Steine, aufheben kann und dann auf Personen oder Scheiben oder auf alles einfach werfen kann. Das ist ein zu geiles Feature in GTA 4. Allein das ist, glaube ich, ein Kaufgrund für GTA 4 damals gewesen. Naja. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Fahrzeugunfällen-Physics oder generell Fahrzeugphysics. Denn wie man sehen kann, wenn man einen kleinen Unfall in GTA 4 baut, fliegt man schon vorne raus. Und wenn man sich dann das Fahrzeug anschaut, muss man bemerken, dass einfach das Fahrzeug sehr, sehr demoliert ist. Das ist einfach zu krass, die Fahrzeugphysics in GTA 4. Dann kann man jetzt nochmal sehen, was passiert, wenn man mehrere Unfälle in GTA 4 hat. Gönnt euch das einfach mal, wie demoliert diese Fahrzeuge sind. Und, wer kennt es nicht, ein Unfall. Weil in GTA passiert jeden mit Motorrad, aber dass man so durch die Luft geworfen wird, ist, glaube ich, in keinem Spiel so. Und ich muss sagen, ey, das ist so ein geiles Detail. Dann kommen wir jetzt zu den Waffen, Physics und Sounds. Wie man gerade im Hintergrund hören und sehen kann, sind die Explosionen in GTA 4 sehr, sehr krass gemacht worden. Diese Sounds, wenn du ganz nah an einer Explosion bist, dann hörst du so ein Piepen im Ohr. Sehr, sehr nice. Und jetzt kann man sehen, Nico Bellic ist ein sehr, sehr krasser Kämpfer, weil er puncht die Leute einfach mit einem Tritt weg. Hier mit einer fetten Backpfeife. Das ist einfach so ein geiler Finish-Move. Und wenn man in GTA 4 eine Person ganz leicht mit zwei Kugeln im Bein trifft, dann sterben sie nicht direkt wie in GTA 5, sondern sie nehmen die letzte Kraft, die sie haben, heben sich nochmal hoch und gehen dann ins nächste Krankenhaus. Nico Bellic ist ebenfalls ein sehr, sehr krasser Kletterer, wie man gerade im Hintergrund sehen kann. Er kann sich wirklich überall ranhängen, wo er rankommt. Sogar an solche Tore, wie man jetzt sehen kann. Das Klettern in GTA 4 war einfach Legende. Was ich dann noch sehr, sehr an GTA 4 liebe, sind die ganzen Essensmöglichkeiten, die man hat. Man kann in einen Burger-Shot gehen. Man kann in den Klackenburger
Bell gehen. Man muss einfach nur mal in die Theke gehen, dann kriegst du direkt deinen Burger. Es gibt sogar Restaurants in GTA 4. Es ist so nice. Du kriegst jedes Mal einfach ganz geschillt deinen Burger, isst ihn dann und hast dann wieder volles Leben. So, das war's erstmal mit Punkten, die ich an GTA 4 sehr, sehr liebe. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr schon mal GTA 4 gespielt habt und ob ihr es feiert. Ich persönlich finde, GTA 4 ist eines der besten GTA-Teile, die es jemals gab. Ich werde auf jeden Fall in den nächsten paar Tagen mehrere GTA 4-Videos noch raushauen, weil ich gerade einfach mega meine GTA 4 Film wieder bin. Abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr nicht um das komplette GTA-Universum verpassen wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Euer Luca und ciao, ciao.